Ballonfahrt und Gas. Zwei Begriffe mit viel Tradition in Gersthofen vor den Toren der Stadt Augsburg. Am dritten Schwäbisch-Allgäuer Energietag ging der Blick aller Anwesenden aber weniger in die Vergangenheit als vielmehr in die Zukunft. Besonders im Fokus das Gelingen der Energiewende auf kommunaler Ebene. Interessant für die kommunale Ebene ist zum einen, dass man auch mal über den Tellerrand rausschaut. Also wir haben ja hochkarätige Referenten hier im Hause, die eben auch, sage ich mal, die politische Dimension auf der einen Seite angeschaut haben, aber dann auch konkrete Themen, die man einfach umsetzen kann, wo es darum geht, was kann ich mit Bürger tun, was kann ich mit Unternehmen tun. Also insofern finde ich gerade die Mischung macht es genau an der Stelle auch aus. Erdgas Schwaben ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner der Kommunen. Neben den Erfahrungswerten im Bereich regenerative Energie will das Unternehmen künftig auch beim Thema Breitbandausbau Hilfestellung anbieten. Wenn wir das beobachten, wie die Datenzunahme über Internet momentan läuft und wie viel mehr abgefragt wird, nicht nur im privaten Bereich, sondern natürlich auch im gewerblichen Bereich, ist es ein Standortvorteil für eine Kommune, ein schnelles Datennetz anbieten zu können. Wir graben Leitungen ein und bei dem Eingraben dieser Leitungen kann man schnelle Lichtwellenleiter mit dazu eingraben und das ist ein Synergieeffekt, der beiden nutzt. Prominenter Gast auf dem Energietag in Gersthofen, der bayerische Staatssekretär Franz Josef Pschierer. Er nimmt einige Erkenntnisse mit nach München. Ich nehme mit, dass sich die Kommunalpolitiker im Bezirk Schwaben ganz stark für das Thema Energiewende engagieren. Ich nehme auch mit, dass wir Gott sei Dank leistungsfähige Energieversorger haben, gerade mit Erdgas Schwaben hier im Regierungsbezirk. Und dass es natürlich auch ganz spannend gesehen wird, wie läuft der Energiedialogprozess in München, den wir im November gestartet haben und im Januar, Ende Januar nächsten Jahres abschließen werden. Der Austausch über die Anforderungen der Energiewende ist auch auf kommunaler Ebene in vollem Gange.